Das sind Carmen Gobi und Ali Malocci. Ali ist 40. Er hat es vom Flüchtlingskind zum Firmenchef gebracht. Carmen ist 38. Sie hat zwei Berufe gelernt und ist heute erfolgreiche Unternehmensberaterin und Businessmentorin. Außerdem ist sie Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich. So, ich würde sagen, wir starten. Wir legen los. Hallo, ich bin die Emma und komme aus Niederösterreich. Ich will von euch wissen, was soll ich machen, wenn ich gar nicht weiß, was ich werden will? Ja, coole Frage von der Emma. Eine Frage, die viele, viele Jugendliche beschäftigt und die mich auch beschäftigt hat, als ich in dem Alter war. Und ich habe es auch nicht gewusst, was ich werden soll, was ich machen soll. Und ich kann euch nur den Rat geben, probiert es euch aus. Ihr werdet es nicht theoretisch entdecken, was euch wirklich taugt und wo ihr wirklich ein Talent habt. Probiert es aus, geht es hinaus und ja, folgt dem, was euch Spaß macht und folgt eurem Herzen und dann werdet ihr euren Weg sicher finden. Ali, was meinst du? Also ganz ehrlich, als ich genauso in dem Alter war von der Emma, ich hatte dieselben Fragen und ihr habt in eurem Herzen so viele Dinge, aber die werdet ihr erst entdecken, wenn ihr rausgeht in die Welt und Dinge probiert. Deshalb super Ratschlag. Danke. Weiter? Weiter. Nächstes. Hallo, ich bin die Marie-Sophie aus Kärnten und ich würde gern von euch wissen, was ist eigentlich, wenn ich eine Ausbildung mache und mir die Arbeit doch nicht so gut gefällt? Ja, das ist eine Frage, die bekomme ich sehr, sehr oft. Und ich kann jede Person nachvollziehen, die genau diese Frage hat. Im Leben geht es aber darum, und das habe ich erst lernen müssen, auch in meiner Jugend. Es ist nicht immer alles lustig, aber das Wichtigste ist, Dinge fertig zu machen. Und eine Lehre ist eine wunderbare Ausbildung. Und es ist nicht immer lustig, aber am Ende des Tages ist man selber stolz auf sich. Und es ist wichtig zu lernen, durchzuhalten, Dinge fertig zu machen, weil du kannst immer auf diese Lehre zurückgreifen und du kannst im Leben später immer noch andere Dinge machen, wo du sagst, das macht mir viel mehr Spaß. Wie siehst du das? Ja, absolut. Ich habe auch zwei Lehren gemacht hintereinander und es ist wichtig, das eine fertig zu machen. Du kannst immer noch aufbauen. Es ist ein Grundstock, den hast du für dein ganzes Leben und halt durch und dann entscheide mit dieser Basis neu. Ich glaube, das ist ganz was Wertvolles. Ja. Next. Machen wir weiter. Wir sind hier der Marco aus Wadi-Pinzgau und er hat eine Frage. Braucht es eigentlich so einen Titel wie Ingenieur oder Doktor, dass uns viel Geld verdienen kann? Brauche ich einen Titel wie Doktor oder Ingenieur? Nein. Also da haben sich die Zeiten wirklich geändert. Es ist wichtig, eine solide Ausbildung zu machen, wirklich einen Mehrwert im Unternehmen zu stiften oder auch wenn man selbstständig ist. Aber um Geld zu verdienen, um viel Geld zu verdienen, erfolgreich zu sein, ist allein der Titel nicht wichtig. Es ist gut, sich weiterzubilden und dran zu bleiben. Wie siehst du es? Also ich sehe das genauso wie du. Nur zum Thema Titel eine Sache vielleicht noch. Natürlich gibt es Jobs. Wenn du die machen willst, brauchst du dafür schon einen Titel, um beginnen zu dürfen. Der Arzt, der Anwalt zum Beispiel oder... Ja genau, oder wenn du dann drin bist, den Bäcker, der Bäckermeister ist jetzt so ein Beispiel, auch im handwerklichen Meistertitel. Das sind schon Dinge, die sich lohnen, da drauf zu bleiben. Aber per se, damit du erfolgreich sein kannst und wertvollen Input liefern kannst, brauchst du es nicht. Genau, sehe ich genauso. Ja. Weiter. Hallo, ich heiße Adrian, komme aus Tirol und möchte gerne von euch wissen, ob es schlimm ist, wenn man in der Schule oder auf der Uni geht und den dann nicht fertig macht. Also ob es schlimm ist, wenn man eine Schule oder eine Uni nicht fertig macht. Das ist eine Frage, die ich sehr, sehr oft bekomme. Also wirklich sehr, sehr oft, ja. Und das Interessante ist, diese Frage stellen mir Jugendliche, aber auch Erwachsene manchmal. Und es ist wichtig zu verstehen, es gibt viele Gründe, warum du Dinge vielleicht abbrichst. Aber... es darf keine Ausrede sein, zu Hause zu sitzen und zu glauben, dass jemand anderer jetzt deine Zukunft für dich in die Hand nimmt. Das heißt, das Wichtigste ist, wenn du etwas abbrichst, sofort weitermachen, dir Alternativen überlegen, aber immer das Leben nach vorne leben. Solange du so denkst, ist alles eine Erfahrung und es ist nicht so schlimm, wenn du mal was abbrichst. Wie siehst du das? Ganz genau so. Wird da gar nichts ergänzen. Passt. Machen wir weiter, oder? Hallo, ich bin Jana-Lena aus Niederösterreich. Was mich richtig interessieren würde, ist, ob es stimmt, dass die Firmen Buben lieber nehmen als Mädchen. Super spannende Frage. Also ich kann euch sagen, den Unternehmen ist es eigentlich egal, ob sie Mädchen oder Burschen in die Firma aufnehmen. Ihnen ist wichtig, dass ein Mensch da ist, der wirklich mit voller Leidenschaft für das geht, für was er brennt, der sich einbringt und der einen Mehrwert leistet. Und es ist schon richtig, es gibt Branchen, wo tendenziell mehr Burschen oder mehr Mädchen sich noch bewerben. Aber da ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man den Mut hat, dorthin zu gehen und das auszuprobieren. Was sagst du? Ich sehe das genauso. Ich habe in den letzten 10 Jahren einfach gesehen, dass immer mehr Mädchen im Technikbereich arbeiten. Das heißt, das Wichtigste ist, traut euch einfach. Weiter? Weiter.
Hallo, ich bin Umran, ich bin 13 Jahre alt. Ich habe eine Frage, wieso kriegt man nicht einen guten Job, wenn die Eltern nicht aus Österreich sind? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe mir diese Frage auch als Kind sehr, sehr oft gestellt. Ja. Und ich höre das auch sehr, sehr oft in den Schulen, wenn ich unterwegs bin. Und die Wahrheit ist, und das habe ich als Kind auch herausgefunden, wenn du dich auf die Sprache konzentrierst, also die deutsche Sprache hier in Österreich richtig gut lernst, dann merkst du, dass du plötzlich einen ganz neuen Zugang hast zur Gesellschaft, aber halt auch zu der Arbeitswelt da draußen. Wie siehst du das eigentlich? Ja, ich sehe das ganz genauso. Und wir haben ganz viele Unternehmen, die international arbeiten und die wirklich auch darauf angewiesen sind, Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen bei sich zu haben. Wir werden immer internationaler und du kannst extrem, extrem erfolgreich sein, wenn du die Sprache gut beherrschst und vor allem, wenn du dich traust. Ihr seid die Zukunft von Österreich, ihr seid die Zukunft von unserer Wirtschaftswelt, von dem, was wir gemeinsam gestalten. Und ich kann euch nur ermutigen und einladen, traut euch einfach da rein und probiert euch aus und habt keine Scheu. Und eine Sache, die ich so cool finde, auch bei den Fragen, ich glaube, das siehst du wahrscheinlich auch, die Fragen waren fantastisch. Die zeigen, welche Gedanken ihr euch über diese Welt macht. Und Leute, ganz ehrlich, ihr habt Träume, ihr habt Hoffnung, ihr habt Ideen und diese Welt braucht euch mehr denn je. Das war die Fragestunde mit Ali und Carmen. Weitere Antworten findet ihr auf den Online-Plattformen von Ali und der Wirtschaftskammer Österreich.